Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic Imperial Agent bzw. Scharfer Schütze. Jetzt mal wieder, endlich mal wieder eine normale Folge. Nur ist das normal. Es gibt einen neuen Cantina-Code, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Habe ich jetzt hier schon eingelöst. Bringt euch hier diesen schönen Flair. Und den Code packe ich euch natürlich wieder in die Beschreibung. Ist SW Cantina 2018. Und ja, dein Flair, Leistung Cantina 2018. Danke, dass du ein Mitglied der Star Wars The Old Republic Community bist. Viel Spaß mit deiner neuen Belohnung für deine Abenteuer in der Galaxis. Du kannst deine spielinterne Belohnung beanspruchen, indem du mit der rechten Maustaste auf den Gegenstand unten klickst, um ihn in dein Inventar zu legen. Möge die Macht mit dir sein. Wir kriegen einen Flair Cantina Livestream 2018. Schalte diesen Flair für den Charakter frei. Gewährt einen Charakter den Flair Cantina Livestream 2018 und kannst dem Menü der Charaktertitel zuweisen. Okay. Holen wir uns das ganze Ding mal raus und aktivieren es auch. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Okay. Gucken wir uns das Ganze an. Also hier Cantina Livestream. Und ich muss sagen, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Was hat das für ein Icon hier? Gar keins. Schade. Es hat aber leider kein Icon da oben in der Liste. Das ist schade. Aber das hier gefällt mir. Dieses Sauerschrift hier so. Ja, und Infos für den, was genau im Livestream vorkam, kann ich euch leider nicht geben. Eine Sache kann ich euch eigentlich zeigen, dafür muss ich mal ganz kurz eine andere Festung wechseln. Und dann wieder zurück. Ist nämlich der neue Ladebildschirm. Den habe ich jetzt hier schon mal angewendet. Den es dann in 5.10 geben wird. Also das ist auf jeden Fall der neue Flair. Könnt ihr euch alle kostenlos abholen. Einfach auf der Seite einfach eingeben den Code. Code und Seite zum Einlösen ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ist ja klar. So, jetzt gehe ich ganz kurz nach Umbara und dann wieder zurück nach Rishi, dass wir gleich den neuen Ladebildschirm auch sehen können. Ich hoffe, er kommt jetzt auch. Normalerweise kommt er immer. Da ist der neue Ladebildschirm. Das wird der neue Ladebildschirm in 5.10 sein, beziehungsweise so ungefähr. Habe ich jetzt hier mal eingerichtet. Der ist natürlich offiziell noch nicht verfügbar. Ich habe ihn jetzt hier nur ganz kurz eingerichtet. Wie das geht, habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt. Ich dachte gerade auch so. Okay, also, ja, Cantina Flair. Leider hat er unten kein, hat er hier kein Icon daneben, aber egal. Auf jeden Fall hier ein schöner Rahmen um den Charakter, um das Charakterbild. Ich meine, wer es will, soll sich das auf jeden Fall holen. Ich weiß nicht, ob der irgendwann ungültig wird, der Code, aber auf jeden Fall, was ich witzig finde, dass die im Livestream einfach den falschen Code gezeigt haben. Also da stand SW Tor Cantina 18 und nicht SW Cantina 18. Also ganz wichtig, SW Cantina 18, nicht SW Tor Cantina 18. Für den tollen Flair. Ja. Den habt ihr einen ganz normalen Post hier drin, müsst ihr das Spiel auch neu starten für, ganz wichtig. Und ja, da würde ich sagen, weitere Infos zu 5.10 wird es dann in der nächsten Folge geben. Keine Ahnung, wann die ist, vielleicht auch im Stream oder so. Genau, ich tue es in den nächsten Livestream rein. Gute Idee eigentlich. Also Livestream am Samstag. Bis bald und ciao.